Moin, willkommen bei Game Together. Ich bin Alex. Ich habe für euch heute von AlphaCool ein Wasserkühlungs-Starter-Set. Und zwar haben die vor kurzem verschiedene neue Starter-Kits vorgestellt, in verschiedenen Baugrößen von 240 bis 420 mm, jeweils natürlich immer mit passenden Lüftern dabei, mit RGB-Beleuchtung, ohne RGB-Beleuchtung. Wir haben hier das AlphaCool Core Storm 360 mm ST30 Water Cooling Kit. Das heißt, wir haben das Kit hier stehen mit 360 mm Radiator, 320 mm Lüftern, RGB-Einheit mit Pumpe ist dabei, natürlich mit CPU-Kühlblock, mit Schläuchen, mit Fitting, Kühlflüssigkeit, also Komplettpaket für den Start in die Wasserkühlung. Schauen wir mal in dieses schöne Paket rein. So ein bisschen wie Weihnachten gleich. Wir haben hier viele kleine Päckchen, denn alle Produkte sind in ihren Originalverpackungen enthalten. Das heißt, hier sind keine speziellen Produkte drin, die es so nicht einzeln gibt. Man kann jedes Teil nachkaufen. Das heißt, man kann den Kreislauf ergänzen, korrigieren, erweitern, so wie man persönlich möchte, wie man es gerade auch braucht für sein System. So, erstes Teil natürlich das vielleicht unspektakulärste im Kit. Wir haben hier einmal natürlich eine Spritzflasche dabei, um den Kreislauf zu füllen. Dann haben wir die Kühlflüssigkeit. Jetzt wird es spannender. Packen wir gleich alles natürlich noch aus. Wir haben hier einmal die RGB-Einheit mit der Pumpe. Wir haben den Kühlblock. Ah, den stellen wir mal ab. So, dahinter. Dann Schlauch. Können wir hier vorne erstmal liegen. Dann ein Teil unserer Fittinge. Schlauchschneider. Noch mehr Fittinge. Der Radiator. Dann dreimal die Lüfter. Jede Menge Kabel. Und damit haben wir jetzt alles so weit hier auf unserem Tisch stehen. So, wir werden jetzt gleich mal hingehen und anfangen hier alles auszupacken. Gucken uns die Komponenten an. Ich werde kurz was zu jedem Teil sagen, zu den technischen Daten, zu den Eigenschaften. Und dann wird es für uns natürlich im Anschluss daran gehen, dieses Kit auch zu verbauen, zu testen und entsprechend zu schauen, wie gut wir damit unseren 12.900K kühlen können. Wir fangen mal mit dem Kühlblock an. Sicherlich eins der spannendsten Komponenten in so einem Loop. Vor allem dann, wenn wir RGB-Beleuchtung haben. Und davon haben wir hier ordentlich was geboten. Wir haben in dem Kühlblock insgesamt 15 ARGB-LEDs enthalten. Wir haben eine Abdeckung komplett aus Acryl, einen Rahmen aus Acetal, Coldplate natürlich aus vernickeltem Kupfer. Auch durch die schöne transparente Abdeckung sehen wir zum einen natürlich wunderbar die innere Struktur durch. Wir sehen den Wasserfluss und wir sehen nachher unsere Beleuchtungseffekte. Das heißt, das wird sicherlich spannend, uns das nachher im Betrieb mal anzuschauen. Wenn wir jetzt mal auf die Kühlleistung kurz eingehen, wir haben, wie gesagt, hier die Coldplate aus vernickeltem Kupfer. Das heißt, wir haben da alle Möglichkeiten, wie wir den Kontakt zu unserer CPU schließlich herstellen wollen. Und wir haben auch den Innenausbau soweit aus dem vernickelten Kupfer gefertigt. Innen drin haben wir 81 Finn. Da haben wir viel Oberfläche geboten auf dem verhältnismäßig kleinen Raum, wobei so klein ist er gar nicht mal, weil mit 34 x 32 mm schaffen wir eine sehr, sehr gute Abdeckung von dem Die-Bereich der CPU, sodass wir auch bei den aktuell doch größer gewordenen CPUs sicherlich sehr gut die Wärme abführen können. Für die Montage des Kühlblocks sind wir hier auch bestens vorbereitet. Das heißt, wir sind kompatibel zu aktuellen Sockeln wie Intel LGA 1700 und auch AMD ARM 5. Unser Montagekit ist dazu getrennt verpackt. Wir haben einmal einen Beutel mit dem Material für AMD. Da brauchen wir ein bisschen weniger. Wir können die originale Backplate des Mainboards weiterverwenden. Bei Intel haben wir eine Backplate dabei. Die ist ein bisschen variabel gebaut, sodass wir dann diese leicht unterschiedlichen Geometrien, die wir haben, bei den verschiedenen Sockeln anpassen können. Klebepads sind zum Beispiel auch drauf. Damit können wir das Ganze auch etwas fester am Mainboard montieren, sodass wir da bei der Montage uns das Leben etwas vereinfachen können. Dann haben wir natürlich noch so weitere Montagematerialien, die wir brauchen, Federn, Abstandhalter und so weiter, um die Vorspannung und alles sicherzustellen. Dann natürlich noch ein RGB-Anschlusskabel, mit dem wir den Block direkt am Mainboard anschließen können.
Das heißt, wir müssen nicht alles zusammenschalten, wir können auch jede Komponente einzeln verkabeln oder auch nur einzelne Komponenten verkabeln. Wenn wir sagen, zum Beispiel, wir wollen eigentlich gar kein Licht im RGB haben, warum man das vielleicht auch möchte, sei mal dahingestellt, aber wir könnten es so realisieren, wir haben das Material dafür auch dabei. Und, was wir natürlich auch dabei haben, Wärmeleitpaste. Zwar die Sub-Zero von AlphaCool mit der sehr hohen Wärmeleitfähigkeit von 16 Watt pro Meter Kelvin, was ein wirklich sehr guter Wert für eine Wärmeleitpaste ist. So, das Ganze stellen wir jetzt mal beiseite und dann geht's mal hier weiter. Und zwar als nächstes unsere RGB-Pumpeneinheit. Und zwar haben wir hier den Core 100 Aurora Reservoir mit einer VPP Apex-Pumpe. Diese Einheit ist jetzt auch separat erhältlich, neu rausgekommen. Und ist wirklich ein schön kompakter RGB mit Pumpe, soweit alles vormontiert. Also auch das wunderbar für den schnellen Start ausgelegt. So, wir haben uns das Ganze jetzt mal im Detail einmal kurz anschauen. Wir haben unten natürlich die Pumpe vormontiert. Pumpentop und Deckel sind aus Acetal gefertigt. Die Röhre hier entsprechend auch aus transparentem Acryl. Das Steigrohr innen drin natürlich dementsprechend auch. Das Montagematerial, was wir hier dran haben, das ist natürlich dann Stahl. Das heißt, wir können einmal unten und oben unsere Brackets verschrauben. Die Brackets liegen dabei in der Baugröße für 120 mm und 140 mm Lüfter. Das heißt, können damit direkt an den Lüftern verschrauben oder natürlich auch schauen, je nachdem, ob wir im Gehäuse vielleicht dafür auch speziell angepasste Montagepunkte haben. Wir haben jetzt hier insgesamt auch nochmal 12 ARGB-LEDs innen drin verbaut. Dafür hier hinten einmal das Anschlusskabel und hier unten das Anschlusskabel der Pumpe. Stromversorgung erfolgt mittels SATA-Anschluss und die Ansteuerung, die erfolgt dann über ein PWM-Signal vom Mainboard oder je nachdem, was für ein Controller vielleicht im System verbaut sein sollte, können wir da dann entsprechend die Steuerungssignale abgreifen. Bevor wir jetzt mit dem Radiator weitermachen, vielleicht noch eben kurz zwei, drei Worte zur Pumpe. Wir haben bei der Pumpe einen guten Regelbereich und zwar von 2.500 bis 4.500 Umdrehungen pro Minute können wir die Pumpe einstellen über das PWM-Steuersignal, was wir gerade schon gezeigt haben. Maximal erreicht die Pumpe eine Förderhöhe von 4,25 Metern und einen Durchfluss von 340 Liter pro Stunde, sodass wir hier durchaus auch einen etwas größeren Kreislauf stabil mit Wasser durchströmen können. Gehen wir mal weiter zum nächsten wichtigen Bestandteil in so einem Wasserkühlkreislauf und zwar dem Radiator. Wir haben hier einen XT30 Nexos Radiator drin, zwar die V2, ist ein Vollkupfervariator. Dementsprechend haben wir hier wirklich sehr, sehr gute Kühleigenschaften geboten. Vollkupfer bedeutet, alle wasserführenden Teile, dieser ganze innere Kühlbereich, das ist alles aus Kupfer. Der Rahmen, der ist natürlich aus Stahl und die Gewindeeinsätze, die sind hier aus Messing. Kupfer wäre für so einen Gewindeeinsatz einfach viel zu weich. Man kann es auch im Kamerabild, glaube ich, ganz schön sehen, dass man hier im inneren Bereich der Finnen das Kupfer auch schön durchscheinen sieht. Der Außenbereich ganz sauber, schwarz überzogen, schwarz beschichtet. So. Was den Anschluss des Ganzen angeht, haben wir ein paar unterschiedliche Möglichkeiten. Und zwar haben wir hier hinten bei den Vorkammern die Anschlüsse, man sieht es auf der Kamera auch gerade eigentlich ganz schön, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite. Das heißt, je nachdem, wie wir den Radiator ausrichten wollen im Case, können wir schauen, wie wir unsere Fittinge hier später setzen. Und wir haben dann noch auf der gegenüberliegenden Seite einen Fill- und Drain-Port, den wir nutzen können, um das System zu füllen und zu entleeren. Auch da natürlich abhängig von der Ausrichtung unseres Radiators. Je nachdem muss man schauen, ob sich die Stelle dafür anbietet oder ob wir vielleicht an einer anderen Stelle füllen müssten. Wir können insgesamt pro Seite 320 mm Lüfter natürlich montieren. Ist ja ein 360 mm großer Radiator. Dicke 30 mm und in der Länge sind wir insgesamt so bei gut 391,5 mm, in der Breite bei 124 mm. Wir haben hier einen Finnenabstand von 15 fpi, sind also nicht megamäßig eng gesetzt, sodass hier sicherlich ein sehr guter Luftstrom erreicht werden kann. Gut, Radiator ohne Lüfter kann zwar kühlen, aber natürlich auch nicht so effizient kühlen. Deswegen haben wir hier drei
Rise Aurora 120 mm Lüfter enthalten. Die Lüfter haben insgesamt 20 ARGB-LEDs verteilt über die Narbe und den äußeren Rahmen, sodass wir hier natürlich auch wunderbare Lichteffekte erzielen können. Regeln kann man die Drehzahl zwischen 0 und 2500 Umdrehungen pro Minute tatsächlich von 0 an, also wir können die Lüfter auch abschalten. Und AlphaCool sagt selber, bei 800 Umdrehungen pro Minute ist dieser Lüfter kaum hörbar. Das werden wir uns natürlich in unserem Testaufbau auch einmal noch genau anschauen, wie es sich da denn für uns dann wirklich anhört. Gerade in der Summe von 3 Lüftern kann es ja dann auch schon ein kleines bisschen lauter werden. Was den Luftstrom angeht, erreicht der Lüfter so ungefähr 119 Kubikmeter pro Stunde und einen statischen Druck von etwa 3,17 mm H2O, sodass dieser Lüfter tatsächlich einen recht hohen Volumenstrom vereint mit einem ordentlichen statischen Druck. Gerade wichtig für Lüfter, die wir auf Radiatoren einsetzen. Das heißt, das ist ein Lüfter, der sich vor allem auch an Radiatoren richtet, nicht nur speziell einfach als einfacher Gehäuselüfter gedacht ist. Angesteuert wird der Lüfter genauso wie die Pumpe natürlich über 4 Pin PWM und die Beleuchtung über ein übliches 3 Pin RGB-Kabel. So, wir haben uns jetzt sehr ausführlich die aktiven Komponenten vom Kreislauf angesehen. Doch was nützen uns da die besten Komponenten, wenn wir sie nicht ordentlich miteinander verbinden? Das heißt, wir brauchen Fittinge, wir brauchen Schlauch, wir brauchen Kühlflüssigkeit. Sonst ist unser Kreislauf ja nicht komplett. Wir haben hier 8 Eiszapfenfittinge mitgeliefert, G1/4 Zoll für 13 Zehner Schlauch. Das sind 2 gewinkelte, 6 gerade. Im Zubehör gibt es natürlich noch viel mehr Auswahl, noch viel weitere Größen, Formen, wie auch immer. Das heißt, da kann man schauen, was man vielleicht individuell für seinen speziellen Kreislauf braucht. Aber für das Starter-Kit ist das, was wir hier haben, schon wirklich gut und ausreichend. Die Fittinge sind schwarz. Kleines optisches Highlight kann man aber anbringen in Form von farbigen Dichtungsringen. Je nachdem, ob man seinem System vielleicht noch einen kleinen Farbtupfer verpassen möchte. Was wir auch mitgeliefert haben, sehr praktisch, um so einen Loop zu füllen, ist eine Schnellverschlusskupplung. Die können wir an einer Stelle in unserem Loop platzieren, wo sie vielleicht nicht so direkt zu sehen ist, wo sie für uns aber auch gut zugänglich ist, können dann dort das ganze System einmal leicht öffnen und können das nutzen zum Füllen oder auch zum Entleeren des Systems. Das heißt, üblicherweise sollte man das natürlich an einer tiefen Stelle von dem Loop machen, damit man auch wirklich da alles Wasser rauslaufen lassen kann, zum Füllen, vielleicht den PC dann legen. Da muss man dann schauen, wie man es genau dann machen möchte. Was man auch damit natürlich machen kann, ist, man könnte leicht damit noch irgendwelche zusätzlichen Komponenten nachher einbinden, ohne dass man einen Schlauch tauschen muss. Aber auch da natürlich ganz leicht, wenn wir das System später erweitern wollen, vielleicht einen GPU-Block einbringen wollen, dann können wir einfach einen unserer Fittinge lösen, den Schlauch vielleicht tauschen, wieder neu anbringen und so das Ganze ausbauen. Wo wir jetzt gerade schon die ganze Zeit vom Schlauch gesprochen haben, wir haben hier 3 Meter PVC-Schlauch mitgeliefert. Der ist transparent und sehr flexibel. Man sollte allerdings beim Verlegen darauf achten, dass man ihn nicht zu sehr einknickt. Solche Einschnürungen sind zum einen halt unschön und zum anderen sorgt so eine Knickstelle auch immer dafür, dass der Flow an der Stelle etwas gehemmt wird, also nicht ganz ideal. Was auch wichtig ist, das sollte man beachten, wenn man dann den Schlauchschneider benutzt, ist, dass man die Schläuche wirklich gerade abschneidet, sodass wir da keine Probleme bekommen beim Einsetzen in den Fitting. Das könnten sonst undichte Stellen werden. Das sollte man auf jeden Fall vermeiden. Der Schlauchschneider, ganz leicht zu bedienen, einfach nur hinten drauf drücken, zusammenklappen lassen und dann wird der Schlauch schon abgeschnitten. Also auch da keine großen Hindernisse für den Einsteiger. Kommen wir als nächstes zu unserer Kühlflüssigkeit. Die ProTec 2 Clear besteht aus Osmosewasser mit 2 Zusatzstoffen. Einer davon ist Glykol. Natürlich jetzt hier nicht als Frostschutz. Wir müssen bei unserem Loop ja in der Regel nicht Angst haben, dass der einfriert. Aber was wir hier natürlich machen müssen, ist, wir müssen für Passivierung und Korrosionsschutz sorgen und wir wollen natürlich auch verhindern, dass unser Kreislauf lebendig wird. Weil wenn wir Wasser haben bei höheren Temperaturen, wenn es ein bisschen warm wird und steht, dann kann das durchaus auch mal anfangen zu leben. Das wollen wir vermeiden, deswegen sind hier natürlich Zusätze drin und deswegen betreiben wir unseren Loop auch nicht mit Leitungswasser. Schon alleine aufgrund der Verkalkungsgefahr sollte man das natürlich tunlichst nicht machen. Als letztes können wir uns noch die enthaltenen Kabel kurz anschauen. Wir haben hier insgesamt 4 Tüten mit diversen Kabeln. Wir brauchen ja zum einen Kabel, um unsere Lüfter zu verbinden, um die am Mainboard an einem Fanheader anschließen zu können. Wir haben Kabel dabei, um unsere RGB-Komponenten zu verbinden, wenn wir sie gemeinsam ansteuern wollen. Wir haben einen kleinen RGB-Controller auch noch dabei, mit dem
können wir unsere Beleuchtung auch ohne unterstützendes Mainboard umsetzen. Das heißt, wir haben dann drei kleine Knöpfe, darüber können wir dann die Effekte einstellen und haben da aber auch den Vorteil, wir brauchen keine Software dafür. Also auch durchaus praktisch, wenn man nicht seine Beleuchtungseffekte regelmäßig wechseln möchte, sondern einfach sagt, ich möchte die und die Farbe fest einstellen und dann läuft das stabil so weiter. Was wir dann auch noch haben, ist ein kleiner Stecker, den wir auf den 24-Pin ATX-Stecker vom Netzteil packen können. Der sorgt dafür, dass das System startet, ohne dass wir das Mainboard mit Strom versorgen. Das ist wichtig, wenn wir den Loop füllen, weil wenn wir kein Wasser im Loop stehen haben, würde die gesamte Abwärme der CPU natürlich nur über die Coldplate des Kühlers abgeführt werden. Das heißt, da besteht natürlich eine Überhitzungsgefahr. Außerdem müsste man da auch häufiger mal ein- und ausschalten, was auch für das System nicht so schön ist. Deswegen machen wir dann diesen Stecker auf das ATX-Kabel vom Netzteil und können so dann aber sicherstellen, dass unsere Pumpe Strom hat und den Loop füllen kann. Dazu werden wir dann ein paar Mal die Pumpe wieder ein- und ausschalten müssen, weil wir dann das Problem bekommen werden. Wir haben ja noch große Luftmengen in den Einzelkomponenten drinstehen, die rausgefördert werden müssen. Gerade deswegen ist so ein Stecker, wenn man ihn nämlich nicht da hat, sehr wichtig. So, wir hoffen, unsere Produktvorstellung hat euch gefallen und wir konnten euch hier schon bis hierhin ein interessantes Produkt vorstellen. Für uns geht es natürlich jetzt ans Testen, das heißt, all diese Komponenten werden auf unserem Benchtable verbaut und wir werden unseren 12.900K entsprechend dann ordentlich triezen, werden ihn natürlich ordentlich heiß werden lassen, damit wir in diesen ganzen Loop auch Hitze reinbekommen und dann hoffentlich interessante Messwerte am Ende sehen. Den genauen Testbericht, den könnt ihr anschließend auf gametogether.de nachlesen. Für euch gibt es jetzt hier im Anschluss noch ein paar Videoaufnahmen von dem fertigen Aufbau mit Detailaufnahmen der Komponenten in der ganzen RGB-Farbenpracht. Vielen Dank fürs Zuschauen bis hierhin. So, wir haben jetzt das System soweit aufgebaut, alle Komponenten eingebaut, verschlaucht, auch schon ausführlich getestet. Was wir aber euch natürlich nicht vorenthalten wollen, ist so ein kleiner Blick auf die RGB-Effekte. Das heißt, wir haben ja hier zum einen die drei Lüfter komplett beleuchtet. Gut, Kühlblock sieht man hier gerade nicht, machen wir noch Detailaufnahmen von, genauso hier vorne der RGB. Auch da werden wir natürlich noch mal ein paar Detailaufnahmen machen und euch entsprechend auch zeigen zu den Effekten. Aber was man natürlich hier schon mal sehen kann, wirklich gerade bei den Lüftern, die leuchten wirklich wunderbar homogen, flächig. Das sind jetzt gerade Lichteffekte, die wir bei den RGB-Controller, der mitgeliefert wurde, ausgewählt haben. Das heißt, hier haben wir jetzt so einen schönen Farbwechsel mit entsprechendem Lauflichteffekt. So eine große Auswahl an Lichteffekten, die man hier einstellen kann. Also da hat man wirklich allein über den internen Controller viele, viele Möglichkeiten und muss eigentlich kaum über den Controller des Mainboards gehen. Wenn wir über das Mainboard ansteuern wollen, müssen wir berücksichtigen, die große Anzahl LEDs, die wir haben. Da ist dann nicht unbedingt jeder 3-Pin-Anschluss für geeignet. Das heißt, da kann es durchaus sein, dass man auf zwei Anschlüsse gehen muss. Man darf nicht vergessen, jeder dieser Lüfter hat 20 RGB-LEDs, 15 RGB-LEDs im Block und nochmal 12 im AGB. Da kommt natürlich schon ein gewisser Energiebedarf zusammen. Das muss natürlich erstmal bereitgestellt werden können. Ansonsten, werdet ihr unser Review auch lesen, sind wir mit den Kühlleistungen dieses Systems sehr zufrieden. Wir haben bei den Lüftern wirklich einen sehr hohen Leistungsbereich von 0, wir können sie ja anhalten, bis hin zur maximalen Drehzahl von 2500 Umdrehungen. Dementsprechend natürlich auch einen relativ hohen Lautstärkebereich, aber es ist tatsächlich so, bei 800 Umdrehungen hört man den Lüfter quasi nicht. Wenn er im Gehäuse drin ist, wird man ihn wahrscheinlich echt nicht mehr hören. Hier hört man ihn ganz, ganz minimal, aber hier sind wir jetzt auch nah mit dem Ohr dran. Selbst 1000 RPM, immer noch ganz angenehmes Geräusch, geringe Lautstärke und wirklich eine auch sehr gute Kühlleistung. Vor allem, wenn man natürlich bedenkt, wir haben jetzt hier nur einen 360 mm Radiator drin. Getestet haben wir mit bis zu 253 Watt Leistungsaufnahme der CPU. Also da war richtig Abwärme im System drin und die Schläuche wurden kaum warm. Die CPU blieb im Bereich dessen, dass sie die Last halten kann. So haben wir natürlich viel Spielraum fürs Overclocking, haben aber auch im Idle einen wunderbar kühlen Betrieb, weil wir haben im Idle Temperaturen der CPU, die entsprechen der Umgebungstemperatur. Oh.
das Video hat euch gefallen und wir können euch auch zukünftig wieder auf unserem Kanal begrüßen. Klickt doch einfach auf Folgen. Bis dahin!